Heute Morgen haben wir eine Kundin bei uns, die wir fit gemacht haben für einen ganz wichtigen Auftritt, für eine ganz wichtige Rede, die sie hat. Dazu haben natürlich mehrere Punkte erleuchtet, schon nur wie ist die Struktur. Wie behalte ich das Publikum an der Stange, bei Laune? Was ist die Botschaft? Was soll eigentlich beim Publikum bleiben? Und ganz zentrale Frage, und das haben wir eingehend diskutiert bei dem wichtigen Auftritt, wo, an welcher Stelle oder an welcher Stelle kommt die Botschaft eigentlich vor? Genau das möchte ich Ihnen aufzeigen. Wir haben einen Aufbau mit drei Teilen. Wir haben den Einstieg, wir haben den Hauptteil, wir haben den Schluss. Die Dreierstruktur, die liegt am Publikum sehr gut, das weiss man in der Studie. Darum ist auch wichtig, dass man beispielsweise These nicht mit mehr als drei Unterabschnitte belegt. Weil dann hat es noch die Erzählstruktur und noch nicht den Aufzählcharakter. Also so. Sehr zentral ist jetzt wirklich, wo kommt die Botschaft hin? Wo muss die hin in dem ganzen Ding? Wo sie definitiv muss hin, ganz zentral ist da am Schluss. Botschaft emotional überbringen. Weil der Schluss ist das, was am Publikum bleibt. Bei einer kurzen Rede, sagen wir von 1, 2, 3 Minuten, langt es am Schluss. Wenn man eine längere Geschichte hat, dann würde ich aber unbedingt Botschaft da schon mal positionieren am Anfang, dass das die Leute schon mal gehört haben, dass es Redundanz gibt. Und da Botschaft koppeln an der Relevanz aus Sicht vom Publikum. Dann hat man sie schon mal positioniert, tut sie begründen und am Schluss kommt sie nochmal emotional gestützt. So sollte die Botschaft am Publikum für immer in Erinnerung bleiben. Und logisch, natürlich wäre es immer gut, wenn man so einen Auftritt, gerade einen extrem wichtigen Auftritt, immer trainiert mit Profis.